Servus, Kalle wieder hier. Jetzt machen wir nochmal auf diesem Grill was ganz anderes. Wir machen jetzt einen Pizzarolle. Dazu benötigen wir Bratwurstbrät. Das haben wir vom Darm befreit. Wir haben noch ein paar Kräuter dazu gepackt. Es ist ein bisschen Oregano drin, ein bisschen Thymian drin. Jetzt kommt noch ein bisschen Trüffelragout dazu. Dann brauchen wir ein bisschen Trüffelöl. Ich persönlich nehme immer ganz gern das weiße Trüffelöl her. Hier haben wir noch ein Blattspinat. Den tun wir mit Öl antrüffeln. Ganz bisschen tun wir hier noch ins Brät mit dazu. Dann vermengt man das Brät richtig schön. Man riecht's, ihr riecht es natürlich nicht, aber diese Trüffelaromatik kommt natürlich extrem raus. So, schön vermengen. Das gleiche Spiel natürlich mit dem Spinat. Richtig schön mit Trüffelöl mengen. Dann rollt man diesen ganzen Pizzateig auf. Wir nehmen jetzt in dem Fall einen fertigen, kann aber auch ohne Probleme den selber machen. Ja, einfach 500 Gramm Mehl, 350 Milliliter lauwarmes Wasser, guten Schuss, Olivenöl. Ich persönlich würde jetzt, wenn man das sowieso antrüffelt, mit Trüffelöl arbeiten. Salz, einen Würfel Hefe und dann kann es eigentlich schon losgehen. Dann gehen wir hin. Wir verteilen diese Bratwurstmasse schön auf den Pizzateig. Dann schön den Spinat oben drauf. So, und jetzt tun wir das ganze Ding einfach schön zusammenrollen. Am Anfang würde ich das Backpapier einfach mit benutzen. Gegen später machen wir es dann wieder runter. So, hier haben wir wieder unseren Grillbuben. Ich sage ja liebevoll Bubi dazu, ich finde das total geil. Ja? Ab auf den Pizzastein. So, und dann tun wir das ganze Ding für 25 Minuten backen bei ungefähr 225 Grad. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und jetzt schauen wir mal, was passiert ist. Man sieht, Pizzateig ist wirklich schön gegangen. Schöne, wir haben eine schöne Farbe. Genau, jetzt würde ich sagen, wir legen los. So, und jetzt schneiden wir das ganze Ding mal an. Man hört es richtig schön knacken. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ich wünsche guten Appetit.